Leute, als ich die Nominierten für den diesjährigen Webvideopreis gesehen habe, da war ich außer mir. Ich hab's mal auf Kamera festgehalten. Wer sind diese Menschen? Aber am meisten schockiert hat mich natürlich die Nominierung von Lisa und Lena als Person of the Year. Female. Wer sind diese Menschen? Ey du Vollhorst, was für eine blöde Frage. Lisa und Lena sind dafür bekannt, dass... Ja, die sind dafür bekannt... Ja genau, Wikipedia kann uns diese Frage ohne Probleme beantworten. Die Zwillinge Lisa und Lena M. Sternchen 17. Juni 2002 bei Stuttgart sind deutsche Webvideoproduzentin. Oha, Webvideoproduzenten, das habe ich ja noch nie gehört. Was noch? Anfang Februar 2017 standen sie hinter den deutschen Fußballspielern Toni Kroos und Mesut Özil auf Platz 3 der meist abonnierten Instagram-Nutzer Deutschlands. Oh shit, the struggle is real. Ich mache hier ein Video gerade über absolute Weltstars. Und sie sind nicht fürs Modeln bekannt oder als Sportlerinnen oder als Vloggerinnen oder als RTL-Z-Promi oder als neueste Ausgeburt von Deutschland sucht den Superstar. Nein. Haltet euch bitte fest. Sie bewegen ihre Lippen zur Musik von anderen. Und auch wenn ich viel, viel Geld, um genau zu sein, meinen letzten Lidl-Pfandbon im Wert von 3,25 € für wissenschaftliche Zwecke hergenommen habe, um herauszufinden, wie Lisa und Lena zu dieser Begabung kommen, so bin ich leider zu keinem Ergebnis gekommen. Also müssen wir nun zur härtesten Methode auf diesen Kanal greifen, um an Informationen zu kommen. Herzlich willkommen zu Instagram Madness. Hihi, weißt du eigentlich, was wir hier machen? Haha, nein, keine Ahnung. Ja, so weit war ich auch schon, Mädels. Ihr seid mir keine besonders große Hilfe. Wait, what? We can't believe that we won the Bravo Otto. We have to thank you guys so much for working for us. We never thought that we will ever win. It's so crazy. Thank you. You guys are the best. We love you. Okay, reicht schon wieder. Wir können uns noch 1000 Bilder oder Videos anschauen. Fakt ist aber, wir werden aus diesem Hype nicht schlauer. Ich selbst befinde mich da immer auf dem Scheideweg. Scheide. Die beiden sind 14 und ich meine, die Frage ist da immer, leben die gerade ihren Traum oder den Traum ihrer Eltern? Das sind halt so potenzielle Dschungelteilnehmer, die in 10 Jahren erzählen, dass sie keine richtige Kindheit hatten. Was nicht heißen muss, dass sie aktuell keinen Spaß haben. Für mich sind die Zwillinge ähnlich wie du und ich. Völlig talentfrei. Und das muss man jetzt nicht als negative Kritik auffassen, denn völlig talentfrei solch einen Erfolg zu haben, ist dann eben auch nicht ohne. Sie blödeln in ihren Clips einfach rum. Und dieses Einfache, das gefällt mir daran. Da muss ich mich als Fan outen. Das erinnert mich ein bisschen an den Anfang von YouTube. Sie waren einfach zum richtigen Zeitpunkt auf der richtigen Plattform, also Musical.ly, und haben dort also ihre Chance genutzt. Und eines darf man nicht vergessen, Lisa und Lena stehen zwar bei Warner Music unter Vertrag, aber man sieht für heutige Verhältnisse relativ wenig Product Placement auf ihrem Account. Das hat mich echt überrascht. Auch wenn sie auf den sozialen Medien natürlich ein Leben an uns vermitteln, welches es so nicht gibt. Also alles ist immer fröhlich, immer lachen, immer Spaß haben. So halte ich sie dennoch für sehr authentisch und auf dem Boden geblieben. Ich meine, sie sind halt trotzdem noch Teens, ne? Und denen kaufst du den Blödelspaß eher ab, als der 24-jährigen Bianca. Mit ähnlichem Erfolg.
Und ja, ich weiß, wahrscheinlich hätten ein paar von euch ein wenig mehr von dieser Ausgabe erwartet. Also mehr Hate, mehr Rip in Pisse und so weiter. Aber wie bei allen anderen Madness-Ausgaben auch, ist das hier eben meine Meinung. Und künstlich aufregen bei einer Sache, in der es für mich nichts zum Aufregen gibt, möchte ich eben nicht. Lisa und Lena sind mir von allen Madness-Opfern bisher am sympathischsten. Zwar bekomme ich bei manchen Videos von ihnen Cancer, aber niemand zwingt mich, das Zeug zu schauen. Und es wird mir auch nicht dauerhaft von Medien oder anderen Leuten künstlich aufs Auge gedrückt. Aber genauso ehrlich muss ich sagen, dass ich die Webvideo-Nominierung für einen Witz finde. Ich meine, irgendwelche Bravo- und Nickelodeon-Preise, ja, sollen ihnen gegönnt sein. Aber für diesen Webauftritt gleich als Person of the Year nominiert zu sein, halte ich für unangebracht. Da gibt es einfach so viel andere Künstler, die ihr Herzblut in ihren Content stecken, tagtäglich mehrere Stunden an ihren Projekten arbeiten und so weiter. Diese Arbeit gehört sich gewürdigt und ausgezeichnet. Und nicht sowas. Aber jetzt so Lisa und Lena dafür zu haten, wäre nun auch falsch, denn sie können ja auch nichts dafür, dass sie dafür nominiert wurden. Eher muss man da wieder die Glaubwürdigkeit vom Webvideopreis in Frage stellen. Auch wenn ich das seit Sekunde 1 in Frage stelle. Aber vor allem viele große YouTuber erkennen erst jetzt, was das für eine Witzveranstaltung ist. Und das ist einerseits gut, aber andererseits auch traurig. In dem Sinne, ich bin für heute raus. Ihr könnt euch jetzt noch das letzte Video oder die Madness-Playlist geben. Hauta in der Reiner oder so. Ciao.